Wir sind heute mit dem neuen Mercedes EQS unterwegs, aber wir wollen ihn gar nicht fahren, denn das hat Dirk Branke schon gemacht und das Video verlinken wir euch entweder hier oben oder hier unten, je nachdem, wo ihr es guckt. Wir wollen euch heute mal zeigen, was im Laufe der Zeit so passiert ist, denn wir haben auch noch einen alten dabei, nämlich ein W116, die alte S-Klasse. Der EQS ist sowas wie die neue S-Klasse. Tja, und da können wir mal gucken, wie ist denn das eigentlich, wenn man den Türgriff zieht, wenn man den Motor anschmeißt oder vielleicht auch nur die Kofferraumklappe auf und zu macht. Wie hört sich das an? Wie sieht das aus? Und genau das zeigen wir euch jetzt mal. Von außen haben wir es jetzt gesehen und in diesem Fall vor allem gehört. Jetzt geht's nach innen. Hey Mercedes? Ja, bitte? Sitzheizung Beifahrerseite ein. Ich schalte die Sitzheizung für den Beifahrersitz ein. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Zusammenschnitt gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Ich bin allerdings vor allem natürlich daran interessiert zu hören, welchen würdet ihr nehmen? Den alten, den Oldtimer mit dem V8 oder den neuen mit dem E, mit dem Elektromotor? Eins kann man sagen, als Fahrer hat man in beiden eine Menge zu sehen und zu tun. Als Beifahrer würde ich eher den EQS nehmen.